Bimbos? und Bimbus. Ja? Und ja, Oder herzlich Bimbo? willkommen wieder zurück zu Diablo 3 Du Bimbo. mit Asker und Bimbos! Zelor. Ja. Ja. Und wir müssen jetzt noch weiter in der Krypta. Königin Krypten da weitersuchen. Kommen wir denn jetzt wieder dahin? Auch so wie Snoopy Oh, zu reden. scheiße. Wir hatten doch das Portal hier. Ja, Der hat aber Wegstein, aufgehört. Punkt. Kathedrale, Ebene 3. Da ist eine Truhe. Ah, okay. Ich will nicht das Ding nutzen. So, oh ja, ich habe hier die Truhe aufgemacht. Gold. Voll die harten Soundeffekte. Nein, der Zettel ist grau. Ja, der Zettel ist voll krank. So krank oder so. Ich glaube, ich sterbe. Ja, er ist am Sterben. Hört man auch so voll. Ich hoffe, weil ich jetzt die Schatten runtergestellt habe, dass die ein bisschen, dass es dann ein bisschen besser läuft. Scheint aber der Fall zu sein. Boah, meine Nase ist irgendwie teilweise so zu. Liegt vielleicht am Wetter. Aber bei mir hat es auch in den letzten Tagen voll gestürmt. Ja, bei mir auch. Nur am Regen, den ganzen wow. Tag. Ja, ja. Und bei dir, Foxy? Es stürmt immer noch. Eishagel und allen Scheiß. Den hat es gestern Abend. So gestern putze ich so, tue ich so Zähne putzen. Nicht genug auf einmal höre ich so komisch Geräusche von draußen, guckst du zum Fenster hin, so, oh, hakelt ja. Also schon seit 3 Tagen. Ich heile euch, ihr Bimbo. Hier ist ein Buch, hier ist ein Buch, Zauberbuch. Echt, ich sehe da nur einen Morgenstern. Wisst ihr, was ich mich frage? Frag mich nur, ob Snoopy das hier anschauen wird. So letztendlich ist das so wahrscheinlich. So, hä? Was machen die denn so für einen Scheiß? Oh mein Gott, die rushen nur durch? Nein. Ja, ja, das würde bestimmt denken. Als wir ja bei dem einen Part da so, so durchgerusht sind, nur weil wir vielleicht so am Anfang bei dem Boss waren und dann gestorben sind. Zumindest ich. Der springt da runter, eiskalt. Ja, kein Problem. Oh mein. Ja, ich habe so mein edles Rost, mit dem ich mich sehr schnell transportieren kann. Ja, ja. Oh, Schreiberpult. Wissen. Ich werde auf ewig Qualen leiden für den letzten Versuch, meinen König zu ehren. Als wir ihn in seiner Gruft bestatteten, manifestierte er sich als grässlicher Skelettdämon. Skelettdämon. Und meine anderen Ritter wurden sofort überwältigt. Doch ich kämpfte der weiter. Verräter, du. Ja, lach dann an, der Verräter. Ah, warum werden die vergiftet? Fox hätte ich ähnliche Skills, Daru. Unfaire Skills. Du hast ja gar nichts. Ja, da mach ich beide den Schrein hier kaputt, während ihr da eben rumläuft. Das sind ganz viele Gegner. Mit meiner heiligen Aura kaputt mache. Ich bin voll der Kirchenmensch. Stufe 17. Oha, Alter. Und wäre Spielvorteil, ich weiß. Ja, aber sowas aussetzen. Muss ich jetzt in die Stadt zurückgehen und dann erstmal aussetzen? Ja, wir müssen erstmal bis Level. Ja, dann seid ihr so Level 20. Da kannst du wieder kommen. Ja, und dann holen wir uns raus. Ja komm, ich so bin schon bis so Level 70. Und ihr sterbt dann so immer instant an den Gegnern. So wie Zelot ist mal bei mir da. Ey, das war irgendwie 30 Level Unterschied oder so. Ja, du warst Level 30, war da irgendwie Level 60 oder so. Ja. Oder so Level, nee, Level 64 war ich da ohne legendäre Axt. Oh, da kommen Kinder. Cool. Und dann weiß noch, das ist einfach war einfach nur so eine Pfütze da. Und ey, so eine Giftpfütze. Was macht er? Er läuft da so rein, instant tot. Mach jetzt voll viel Schaden. Hä, wem gehört denn dieser Geist?
Meine Nachforschungen haben ergeben, dass ein hoher Geist deine Axt hat irgendwie spezielle Effekte oder so. Spüren begann, die am Herzen oh, ich hab mir bei Hexendoktor richtig geilen Gegenstand, wo ich mich verdreifache und dann auch dreimal so viel Schaden machen wegen der Fähigkeit und so richtig geil. Nach langem Beten kam Akan die Idee eines Kreuzritterordens. Ich bin dabei, so ein Geist. Ja, ja, der gehört mir. Der läuft mir so her. Der stalkt mich so ein bisschen. Die Asgard-Schwert meinte ich, weil. Gestern. Haltet euch von ihm fern. Diese Bürde muss ich allein tragen. Möge der Tod euch Frieden schenken, Leoric. Verräter! Selbst im Tod werden die Armeen Kanduras weiterhin ihrem König dienen. Selbst wenn ihr es nicht tut. Ich weiß noch, beim ersten Mal dachte ich so, da würde gleich der Boss so auftauchen. Ja, jo. Dann bin ich einfach so weitergelaufen. Hey, hier sind doch so, so Vasen, da könnte so voll viel Geld rauskommen. Ja, das stimmt. Das ist... oh, oh Gott, da kommt was. Gold. Hallo. Hup. Hey, du böser Mann, lass das. Halt Portal! Ich benötige mehr Zorn. Sind denn die Trümmerteile? Trümmerteile? Hm? Sind die Trümmerteile? Was zu Waffen herstellen. Ach so, die Trümmerteile, ja, die sind zum Waffen herstellen und so. Später auf Level 70 brauchst du was anderes dann. Ja, da brauchst du richtig viel das Zeug, was du durch, wenn man legendäre Gegenstände einspielst, bekommst. Echt? Ja. Davon habe ich schon irgendwie 5 Stück oder so. Auf so ein paar legendäre Gegenstände eingeschmolzen, die ich nicht brauch. Na gut, eigentlich nur legendäre Ausrüstungsgegenstände, also so halt Rüstung, die für meinen Dämonenjäger war. So only Dämonenjäger halt. Hey, das ist ein Gegner. Noch mehr Gegner. Oh, da wendet er schon gleich sein Wir sind soeben in Tristram eingetroffen. Und ich muss sagen, dass ich ein wenig bestürzt bin. Diesen Ort kann ich nur als provinziell beschreiben. Voll von Bauerntölpeln und einem alten, baufälligen Kloster, das dem König von Kanduras wohl kaum gerecht wird. Ich verstehe einfach nicht, warum Lazarus so darauf bestanden hat, dass dies unser neuer Regierungssitz wird. Was macht dieser Shit eigentlich? Hä? Ein Verlangsam. Was hat sie denn gemacht? Also wenn die Gegner reinkommen, werden die verlangsamen. Ich geb dir einen Tipp. Ich geh auf 2. Okay, warte. Urlaub. Ja. Zelot, geh am besten auf 2 Einhandwaffen, weil mit dem Schild passt irgendwie nicht so. Ich weiß, ich hab aber keine 2 Waffe, die gut ist. Ich hab halt dafür eine legendäre Waffe, oder? Nee, glaube ich. Aber der Schild ist halt zurzeit gut. Ich will auf der 2 Waffe, ich hab immer noch keine gute. Warte, warte. Ich will hier die Vasen noch kaputt machen. Die Vasen haben ja aber nichts getan. Ja, aber die sind böse. Die stärken den Skelettkönig. Darum müssen wir die Vasen zerstören. Und die bringen Gold. Hummel den mal. Wow, Special Effects. Ich töte dich. Ich höre mich voll an Herrn Ringe, der eine Tür ist. Was, König Günther? Nein, eine Tür. Der von der verloren.
genug Zorn. Ich finde es halt, dass es voll laut ist. Ein bisschen. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Der kommt direkt vor mir. Ich hoffe, ihr droppt irgendwas hier gedreht. Das war's mit dem Skelettkönig. Hohe Priester der Zakarin. Oh, Kopfschutz. Ja, er was wegen dieser gedroppt. Vor vielen Jahren zum König von Kanturas. Ich glaube, ich habe jetzt. Er war ein guter Herrscher. Bis Diablo ihn in den Wahnsinn trieb und er von seinem getreuen Ritter. Ja, ich habe den Kopfschutz gedroppt, besser. Oh, ich habe zerbrochen, die Krone erhalten. Ließ Diablo ja, persönlich ihn von den Toten auferstehen und machte ihn zum Skelettkönig. Bis er schließlich von seinem eigenen Sohn Aiden niedergestreckt wurde. Ist es zwei endlich? Ja. Cool. Du kannst auf zwei Einhandwaffen gehen. Das hier kann ich auch machen. Gut. Oh, das ist besser. Schlechter als meine legendäre Axt. Würfel. Kluge Würfel des Falken. Ach, das ist für den Schuft. Als Begleiter. Boah, mir kommt diese Ton, diese Musik hier voll laut vor. Aber im Video ist es wahrscheinlich wieder so arschleise. Ja, sag mal, um 10 Punkte runtergesetzt. Also gehen wir mal weiter. Oh mein Gott. Wo sind wir jetzt? Verlassene Kammer. Der Krater. Endlich. Oh, da ist der Krater hat ein Quest-Symbol. Cool. Ja, da liegt doch einer. Echt? Oha. Liegt der Big Boy. Ihr wart es, der vom Himmel gefallen ist? Ihr seid der Ursprung all dieser Zerstörung? Und doch spüre ich an euch kein Übel. Ich erinnere mich daran, zu fallen. Und zumindest einige Geschosse tief. Ich bin nicht euer Feind. Ich denke, ja, ich glaube, dass ich gekommen bin, um euch zu warnen. Die Dunkelheit rückt näher. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Bleibt ruhig und folgt mir. Hm? Aber warte, das Foxys Charakter ist auch noch was dazu sagt, aber. Nee, ich sag das so nicht. Ach so. Muss mir dahin, Neutrista. Ich habe schon wieder 12 leere Flaschen stehen. Der gefallene Stern war ein Mann. Nur ein Mann. Ich frage mich, ob sein Fall mit meinem Kreuzzug zu tun hat. Ich werde ihn zum Alpengelehrten bringen. Er könnte es wissen. Wie sich das angehört hat. Nur ein Mann. Nur ein Mann. Ihr seht aus, als könntet ihr eine starke, helfende Hand gebrauchen. Eine starke, helfende Hand. Ich will nicht wissen, bei was. Ja. Templer, diesen Fall pervers. Ja. Dies ist es, was vom Himmel fiel. Niemand könnte etwas derartiges überleben. Wer seid ihr? Was seid ihr? Ein Krieger, glaube ich. Der erste kam her. Ich kam mit schlechten Nachrichten, doch ich erinnere mich nicht. Eure Nachricht ist möglicherweise das einzige, das uns vor dem drohenden Verhängnis bewahren kann. Oh, Zerstörungsschmetterer, cool. Ja, okay, warte, ich komm mal mit dem Zylord. Zähne zusammenbeißen und durch. Tragen. Bringt mir das was? Das sieht so aus. Ja, das sieht besser aus als ein Stab. Moment mal, kann mein Kreis, der heilt sich aber nicht. Ich benötige wow. Mehr Zorn. Du machst halt so viel Schaden, das ist unglaublich. Ich weiß.
Das kann man verkaufen. Das ist geil. Unfairer Spielvorteil mit dem Einfrieren. Das ist meine Fähigkeit. Lol. Das ist deine Waffe, nicht deine Fähigkeit mit dem Einfrieren. Das ist meine Fähigkeit. Und die Fähigkeit. Und das soll was für eine Fähigkeit sein? Ich habe auch selber einen Barbaren gespielt und. Die hat sowas. Ja, warte, ich zeig's dir gleich. Nimm dich die Musik aus. Mich besiegst du heute nicht. Geil! Ha. Opfer. Warte, da hier. Ein brutaler Schlag gegen einen einzelnen Gegner. Getroffene Gegner werden eingefroren. Erzählt mir alles, woran ihr euch erinnert, Fremder. Jedes Nein. Detail. Fallen. Feuer. Ein Schwert von großer Macht. Es war ein Teil von mir. Aber es zerbrach in drei Stücke, als ich fiel. Es ist wichtig, dass wir diese Schwertstücke finden. Ich glaube, dass eure Erinnerung zurückkommen wird, wenn wir das Schwert wieder zusammensetzen. Die Ziegenmenschen wüten durch die Felder. Könnte das Schwert etwas damit zu tun haben? Natürlich, natürlich. Genauso wie um den Fremden herum die Toten auferstanden sind, haben die Schwertsplitter die Ziegenmenschen in den Wahnsinn getrieben. Cool. Alle Ziegenmenschen sind wahnsinnig. Dazu braucht es kein Schwert. Aber ich werde ihre Felder durchsuchen. Geil. Ey, Afghan, kann es eigentlich sein, dass die gleiche... Also wir haben ja gerade die Krone bekommen, die zerbrochene Krone. Ich habe einfach eine auf Level 30. Woher kommt die her? Okay. Woher die kommt? Keine Ahnung. Weiß ich doch nicht, was du in deiner Truhe da liegen hast. Und wo ist das, was ich in meiner Truhe liegen habe? Ist es deine Truhe und du weißt doch nicht mal, was in deiner Truhe liegt? Was bist du für ein Bob? Ah, das ist ein bisschen her, dass ich da nur gezockt habe. Wow. Mein liebster Hedrick, verzweifle nicht. Du hast alles in deiner Macht Stehende getan. Unsere gemeinsame Zeit bedeutet mir mehr, als ich mit Worten ausdrücken kann. Moment, aber das ändert nichts daran. Ich wünschte, Lea könnte ein anderes Leben führen. Ein normaleres Leben. Aber das ist leider nicht ihr Schicksal. Ich level jetzt Wenn ich sterbe, ist niemand da außer ihr, um meine Arbeit fortzuführen. Und die Zukunft... Ich kann es kaum glauben, aber der gefallene Stern ist ein Mann. Als Onkel Deckard das erfuhr, war er am Boden zerstört. Ich weiß, dass er auf etwas Wundersameres gehofft hatte. Ich hab ein ganz großes Schwert in der Hand, oder? Ich vor einiger Zeit enthüllte, waren die Kasma oder Ziegenmenschen ursprünglich menschlich. Wie viel machst du denn jetzt insgesamt? Viele Jahre waren diese Kreaturen von einfacher und träger Natur. 214. Diese Tage sind vorbei. Was das Doppelte. Weithin wird von Angriffen durch die Khazra berichtet. Und die Anzahl der Todesopfer übersteigt alles andere in meinen Notizen. Ich konnte einige Aasfledermäuse zu einem der Nester zurückverfolgen. Was ich dort fand, hat mich schockiert. Das Nest selbst ist ein lebender Organismus. Oh, ich hab mich voll erschrocken, eine ausgewachsene Fledermaus. Durch aber jetzt kommen hier Jumpscares nach Fall Diablo. Ich bezweifle nicht länger, dass dämonische Mächte diese Kreaturen verdorben. Foxy, weil's ja gerade so gut zum Thema passt. Die Super Genki-Gama im Dragon Ball, die kann man nur mit dem DLC bekommen. Segen des Lichts. Das ist ja scheiße. Ich habe die unmöglichen gehört, über Reisenden, die von bösartigen Bäumen angegriffen wurden. Bösartige Bäume. Unglaublich. Ich glaube, will mir das nicht die Waldwesen sind trotz ihres Namens nicht pflanzlich. Ja, der eBay-Lord muss es ja kaufen. Sie sind vollkommen bewegliche Ungeheuer, die sich mit Blattwerk tarnen, um ihre Beute zu täuschen. Kostet der Season Pass bei 25 Euro. Fallen. Hm? Oder hast du den Season Pass? Da müsstest du ja die Sachen gratis dazu kriegen. Nee, der kann es vorbei. Wieso sollen wir ja den Season Pass kaufen? Also, ja, ich bin am überlegen, wenn ich mir das Xenoverse hole, ob ich mir da auch den Dings mit dazu hole, ja. Den Season Pass. Bei dem Season Pass kriegst du das. Mein Zaun reicht dafür nicht aus. Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Ja, keine Ahnung. Nur ob die das so gut importiert haben, weil sie nicht auch so die PC-Version. Weil ja.
hoffe, ne? Moment mal, der Season Pass für den PC ist billiger als der für PlayStation. Cool. Ja.